Viele Leser haben mich in den letzten Monaten auf ein Highlight der Prügelgeschichte aufmerksam gemacht. Um diesem digitalen Kunstwerk jedoch gerecht zu werden, habe ich mir unseren neuen Prügelknaben Jan ins Tonstudio geholt. Jan, was kannst du uns über dieses Spiel erzählen? Für mich steht Pit Fighter für Spieldesign aus der Hölle, stimmungsvoll in Szene gesetzt mit einer Farbpalette aus des Satans Nachttopf. Ich meine, bei der Qualität der digitalisierten Kämpfer würde es mich nicht wundern, wenn die Hintergrundmusik, die nach phänomenalen 7 Sekunden von vorne beginnt, nur das digitalisierte Lachen der Entwickler wäre, die sich schon während des Programmierens kaputt gelacht haben über die Millionen desillusionierter Kinder, die diese Umsetzung des aus Einsen und Nullen bestehenden Folterwerkzeugs gekauft haben. Naja, immerhin sorgte Pit Fighter damals für frischen Wind im Genre und ist auch heute noch Avantgarde. Sagenhafte 3, ich wiederhole, 3 Kämpfer mit individuellen Kampfstilen, namentlich Karate, Kickboxen und sogar Wrestling, hauen sich mit gefühlten 2 Animationsphasen die Pixelfresse ein. Statt eleganter Karate-Moves und wuchtiger Fausthebe wird Shitfighter also zum traurigen Schlag in die Magengrube eines jeden Beat'em-Up-Fans, oder Jan? Gewiss, mein Lieber, denn der hanebüchene Nahkampf, der uns hier präsentiert wird, steht exemplarisch für den Dilettantismus, den der dressierte Affe beim Programmieren an den Tag gelegt hat. Was für ein Stuhl. Jetzt lass mich raus, ich muss brechen. Für das nächste Spiel habe ich einen weiteren Studiogast zu mir eingeladen. Racing Stuchlik, was hast du zu Hard Driving zu sagen? Hard Driving gab es damals für die Spielhalle und bot revolutionäre Polygongrafik, sogar mit farbigen Flächen. Der Name ist allerdings ein klares Understatement. Impossible Driving müsste es heißen, denn selbst für geübte Fahrer ist es kaum möglich, länger als ein paar Sekunden auf der Rennstrecke zu bleiben. Zwar gibt es nur eine einzige Strecke, aber der Witz ist, dass es gleich zu Beginn eine Abzweigung gibt. So kann man als Spieler entscheiden, ob man lieber Rasen oder den Stunt-Parcours nehmen möchte. Den Oberknaller stellen allerdings die haarsträubenden und unvermeidlichen Unfälle dar. Eine derart, ich nenne es mal kreative, Kollisionsabfrage habe ich selten erlebt. Ihr seht es ja selbst. Weil mein Fahrzeug permanent ausbricht, ist es außerdem kaum möglich, mit der nötigen Geschwindigkeit den Looping zu nehmen. So fällt euer Bolide schon mal durch die Rennstrecke und zerschellt am Boden. Fahrspaß pur. Danke, Thomas. Also mein Highlight als Nicht-Rennspieler ist ja diese Szene. Auf der sogenannten Speedstrecke, die man angesichts des diashowhaften Dauerruckelns nur mit sehr viel Fantasie als solche identifizieren kann, gibt es einen Unfall mit den heute in Rennspielen üblichen Ghost Cars. Aus dem Nichts rammt mich ein Kontrahent von hinten, die ausgefeilte Physik-Engine schleudert mein Auto prompt nach hinten? Kommen wir zum Finale. In World Class Soccer für das Atari Handheld stehen sich gleich Deutschland und England gegenüber. Da ich Fußball auf den Tod nicht ausstehen kann und mich deshalb auch überhaupt nicht auskenne, werden die beiden Pro-Evo-Spieler der Redaktion den Kommentar übernehmen. Matthias, Olli, Anpfiff. Mann, oh Mann, jetzt hat uns der Herre zum Kommentar für dieses Dreckspiel eingeladen. Weißt du ja überhaupt, wie spät es ist? Keine Ahnung, 8 oder sowas. Eigentlich muss ich noch Pro-Evo spielen. Ja, ich habe Hunger wie Sau. Ich werde jetzt einfach hier mal während des Kommentars einfach was mampfen. Ich hoffe, die Leser werden uns das verzeihen. Ja? Bestimmt. Du bist eh so abgemagert. Stimmt natürlich. Ja, was soll denn eigentlich rein? Was sollen wir denn kommentieren? Was ist das hier? World Class Soccer, aha. Super. Ja, was steht denn hier auf dem Zettel? Was soll rein? Übersicht geht schnell verloren durch. Extremes Ruckeln. Stimmt. Ja, der wird einem echt schlecht, wenn man da zuschaut. Schaut euch das mal an. Jetzt rennt der Engländer da drauf zu und knallt es. War das Tor? Super, toll. Ich habe den Ball nicht mal gesehen. Hervorragend, das ist wirklich ein gutes Spiel. Was steht denn weiter auf der Liste? Keine Liga, kein Turniermodus. Ja, das sehen wir hier auch schön im Bild. Ja, nur Freundschaftsspiele. Hat er gut geschnitten, der Kollege. Ja. Sehr gut. Sieht man hier. Ja.
Regelwerk ist abstrus. Elfmeter bei Fouls im Mittelfeld. Zu Recht. Ja, natürlich. Schau dir das an, wie das aussieht. Hört ihr eigentlich das? Hört ihr das Meeresrauschen im Hintergrund? Gleich kommt's. Achtung! Tack, 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 tack. Fantastisch, das ist ein Spiel, das muss ich haben. Für welche Konsole ist das rauskommen? Atari rechts, glaube ich. War das nicht der links? Super Gag. Das wird die beste Hall of Shame ever. Ich glaube, die Leser, die liegen schon irgendwie brüllend am Boden. Fast so wie dieser Spieler hier. Ist heute nicht UEFA Cup? Heute spielt Bayern. Das könnte sein. Wir sollten nach Hause gehen. Ja, ich glaube, ich muss weg. Auf Wiedersehen. Ja. Tschüss. Es war ein tolles Spiel.